Take one. Und heute vor 50 Jahren wurde er gegründet, der spätere ruhmreiche Club, der erste FC Lok Leipzig. 1976, der erste Pokalsieg für die Leipziger Lokmannschaft 3:0 am 1. Mai im Stadion der Weltjugend in Berlin. Es folgten dann in den 80er Jahren noch drei Pokalsiege, 81, 83, 86. Und das waren alles große Erfolge, 4-1, 5-1 gegen Rostock. Das war der höchste Pokalsieg überhaupt in der Geschichte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Großer Bahnhof im Bahnhof, aber das passt zu Leipzig. Alle, die heute da sind, zeigen, dass sie Interesse an der Entwicklung dieses Vereins haben. Und das freut uns sehr. Und wir haben natürlich auch ein paar besondere Gäste unter uns, die ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Wir haben, das freut uns, Herr Oberbürgermeister Jung. Herzlich willkommen. Herr Bürgermeister Rosenthal, auch Sie recht herzlich willkommen. Herr Bürgermeister Fabian, den Polizeipräsidenten der Stadt Leipzig, Herr Merbitz, herzlich willkommen. Dann haben wir sehr viele Politiker, deswegen erlaube ich mich, das so Sie zu begrüßen. Ganz herzlich willkommen alle Bundestags- und Landestagsabgeordnete und Stadträte. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wir begrüßen Herrn Pohl, den Geschäftsführer vom Sächsischen Fußballverband. Er hat uns schon ein Geschenk überreicht, viele tolle Bälle, herzlichen Dank dafür. Und dann Hermann Jetschak, Vorsitzender vom Fußballverband Leipzig, auch Sie recht herzlich willkommen. Wir kennen uns ja auch näher von Lok Leipzig. Und alle anderen, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie da sind. Als Student im zarten Alter von 25 Jahren saß ich am 22. April 1987, wie über 110.000 Zuschauer auch, im Zentralstadion. Ich beobachtete angespannt, wie der Torhüter des ersten FC Lokomotive Leipzig sich den Ball für den entscheidenden Elfmeter gegen Girondins Bordeaux im Halbfinale des Europacups der Pokalsieger hinlegte. Als René Müller, auch er ist heute unter uns, ja, dann den Ball mit einer Nervenstärke in die Maschen drosch, war die Begeisterung so atemberaubend und so intensiv, was man sein Leben lang nicht vergisst. Und diese Begeisterung und Aura, die spüre ich heute noch 28 Jahre später bei diesem Verein. Sepp Herbergers berühmtes Zitat, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten, passt abgewandelt auf die Geschichte von Lok Leipzig. Der Ball ist rund und die Leidenschaft dauert jetzt schon 50 Jahre. Dieser Verein hat alle Höhen und Tiefen erlebt. Wir haben es gerade gehört. Vierfacher Pokalsieger der DDR, legendäre Siege über damalige nationale Größen wie Benfica Lissabon, AC Turin, Ipswich Town, Werder Bremen, Rapid Wien und Girondins Bordeaux sogar zweimal aus dem Wettbewerb geworfen. Dann Aufstieg in die zweite Bundesliga, dann 93 sogar erste Bundesliga, allerdings wieder unter dem Namen VfB Leipzig. Es folgte dann leider der Abstieg und zwei Insolvenzen. 2003 wurde dann der erste FC Lokomotive Leipzig von 13 Mitgliedern um Steffen Kubald als Präsident neu gegründet. Der Verein stieg wie Phönix aus der Asche empor.
Weltzuschauerrekord in der niedrigsten nationalen Liga, Kreisklasse, mit über 12.400 Zuschauern. Aufstieg in die Regionalliga und Anfang 2013 leider wieder ein Tiefpunkt wirtschaftlich gesehen, war der Verein klinisch tot. Doch die unerschütterliche Loyalität seiner auch vielen überregionalen Fans und die Neuausrichtung des Managements seit Frühjahr 2013 hat ihn wieder sehr lebendig gemacht. Ich bin ganz ehrlich, als ich damals mit den sogenannten furchtlosen Mitstreitern, die furchtlosen Vier, René Kruschka, Martin Miet und Heiko Spauge in die Verantwortung ging, hatte nicht nur ich schlaflose Nächte. Ich habe erst mal überhaupt nicht dran gedacht, dass der Club 2016 50 Jahre alt wird. Das war in weiter Ferne. Und ich glaube, meine Mutter hat es gesagt, ich bin für meine Verhältnisse in den letzten 3 Jahren überdurchschnittlich gealtert. Es gibt sicherlich einfachere Jobs als Präsident beim 1. FC Lokomotive Leipzig, das können Sie mir glauben. Aber für die vielen schweren Stunden im Ehrenamt ist es eine Entschädigung, wenn viele Menschen sagen, danke, dass es diesen Verein noch gibt. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens und wir sind froh, dass er wieder da ist. Aber die Arbeit in Loyalität und Unterstützung, nicht nur durch die Fans, sondern auch vieler anderer Menschen, lässt auch zukünftig hoffen und Früchte tragen. Der Verein besitzt wieder ein viel besseres Image, darauf komme ich später nochmal zurück, besitzt wieder die Rechte am Vereinslogo, am Vereinsnamen und wirtschaftlich ganz wichtig, kann wieder leidenschaftlichen Fußball im eigenen Stadion im Bruno spielen. Da nochmal Danke an die Stadt Leipzig und Herrn Striebe. Sehr gerne Damen und Herren, was ist alles noch möglich? Der Verein will 2020 wieder in der 3. Liga spielen. Unsere ausgegebene Vision 2020 hat dieses Ziel gesetzt und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, trotz oder gerade wegen der bevorstehenden Aufgaben. Denn wir sind gerade an scheinbar unlösbaren Aufgaben in den letzten 3 Jahren gewachsen und stärker geworden. An dieser Stelle erlauben Sie mir mal einen Verweis auf das Fußballwunder des SV Darmstadt 98. Auch dieser Traditionsverein hat es mit einem denkmalreifen Stadion und beschränkten finanziellen Möglichkeiten, aber mit purer Leidenschaft bis in die erste Bundesliga geschafft. Fußball pur, das ist auch unser Motto, verabschiedet in dem neuen Leitbild im Dezember 2015 bei unserer Mitgliederversammlung. Und nun nochmal zum Image. Das ist wesentlich besser geworden. Das zeigt auch, dass wir heute Morgen einen Beitrag im ZDF-Morgenmagazin hatten, dass wir wohlwollende Artikel im 11 Freunde im Kickers finden. Aber es ist richtig, dass es seit der Wiedergründung in 2003 einige unerfreuliche Zwischenfälle gab, auf die der Verein nur halbherzig reagiert hat. Das wollen und können wir nicht herunterspielen. Es nervt mich, ich muss das mal so sagen, aber wirklich immens, wenn ich in aller Regelmäßigkeit höre, was Sie, Herr Kesseler, oder du, Jens, bei diesem Verein, andere Namen erspare ich mir mal, da kann man ja nicht hingehen und so weiter. Und denen muss ich sagen, dieser Verein steht schon seit Jahren für eine unpolitische und weltoffene Ausübung des Fußballsports. Toleranz, Loyalität, Gewaltfreiheit und Respekt für den anderen, gerade im Sport unerlässlich ethische Werte, sind in unseren Führungsgrundsätzen verankert. Und diese werden von 99% unserer Fans auch gelebt. Bei aller Rivalität, bei allen Emotionen, bei aller Bissigkeit, das gehört heute zum Fußball dazu. Und wir haben es an anderer Stelle klar gesagt, diejenigen, die diese Werte nicht akzeptieren wollen, sind in unserem Stadion nicht mehr willkommen. Der Verein kann aber nicht ständig für Straftaten von einigen sogenannten Lokfans außerhalb des Stadions immer wieder in Sippenhaft genommen werden, was viele tun und leider auch durchaus mit stetiger Regelmäßigkeit in den Medien gemacht wird.
Der Verein hat alles Machbare im Rahmen seiner Möglichkeiten in den letzten Jahren und dem neuen Management getan, um den Sport in gesellschaftlicher Verantwortung auszuüben. Bei uns spielen Spieler über 20 Nationen, vom Nachwuchsbereich bis zur ersten Herrenmannschaft. Wir kümmern uns um Schwächere in der Gesellschaft, wie vielzählige Spendenaktionen gezeigt haben, für kranke oder sozial benachteiligte Menschen. Viele Fans, meine Damen und Herren, die selber nicht viel Geld haben, geben nicht gerade wenig Geld bei diesen Aktionen für Schwächere in der Gesellschaft aus. Und das... Und das ist auch eine Stärke unseres Clubs, das Zusammenhalten, das Miteinander. Das beeindruckt mich wirklich immer wieder, diese unerschütterliche Leidenschaft der Fans für diesen Verein, auch in schlechten Zeiten. Dieser Verein lebt und er hat ein Vereinsleben. Basis sind und bleiben bei unserem Verein, wie bei vielen grandiosen nationalen und internationalen Fußballclubs, die Mitglieder. Sie können und sollen aktiv mitgestalten. Fußball ist unser Kerngeschäft, aber wir widmen uns auch seit geraumer Zeit dem Breitensport. Wir integrieren sehschwache und blinde Spieler beim Blindenfußball. Wir haben eine Laufgruppe, Lok läuft, deren Läufer regelmäßig an Wettbewerben erfolgreich auch bei internationalen Marathons teilnehmen als guter Imageträger. Und übrigens am Rande eine ganz kleine Anekdote. Beim ersten Marathon auf deutschem Boden 1897, organisiert von den damaligen VfB-Sportbrüdern Leipzig, die Strecke Paunsdorf nach Bennewitz und zurück, siegte ein Theodor Schöffler vom VfB Leipzig. Da waren wir auch schon da. Wer mich näher kennt, liebe Damen und Herren, weiß, dass Ostafrika sowas wie meine zweite Heimat ist. In Tansania hat man eine Weisheit. Wer seine Wurzeln nicht kennt, hat keine Zukunft. Wir bei Lok Leipzig kennen unsere Wurzeln sehr genau. Wir haben unsere Wurzeln in Leipzig. Wir gehören seit über 100 Jahren zu Leipzig in der Tradition des ersten deutschen Meisters, dem VfB Leipzig. Wir haben unsere Wurzeln im denkwürdigen Bruno-Blacher-Stadion. Wir haben unsere Wurzeln um unsere Helden der 70er und 80er Jahre, wie die Mann Henning Frenzel, Professor Karl Drössler, Wolfgang Altmann, Wolfram Löwe, René Müller, Menne Geißler und viele, viele andere. Und diese Helden sind seit einiger Zeit wieder beim Spielen des FC Lokomotive Leipzig im Stadion auf der Tribüne und verfolgen sehr begeistert die Spieler unserer ersten Handmannschaft. Und vor diesen Spielern haben wir auch größten Respekt vor unseren Helden. Das sind auch unsere Wurzeln. Manche sagen, Tradition allein schießt keine Tore. Das stimmt. Aber nicht nur ich wehre mich dagegen, Tradition herunterzuspielen. Das ist nicht gut. Das kann man in vielen Bereichen der Gesellschaft sehen. Nein, Tradition ist wichtig. In jeglicher Hinsicht, nicht nur im Fußball. Aber Tradition muss mit Veränderung einhergehen. Gerade wenn man heutzutage im Fußballgeschäft erfolgreich sein möchte. Das haben auch wir begriffen und entsprechend im Management umgesetzt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Fans, Unterstützern, bei unseren Sponsoren, bei den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, vom Ordner am Einlass über die Geschäftsführer bis zum Übungsleiter im Nachwuchs, bei den Polizeibehörden und auch bei der Stadt Leipzig und natürlich bei unseren Sportlern ganz recht herzlich bedanken, dass sie uns auf diesem Weg begleiten. Meine Damen und Herren, der 1. FC Lokomotive Leipzig ist immer noch der erfolgreichste Leipziger Fußballclub. Und ich sage Ihnen eins, wir sind aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass dieser Verein der Leipziger Kultclub bleiben wird. Hoch soll er leben zum 50. Geburtstag, unser blau-gelber LOK. Wir wollen auch einige Trainer erwähnen.
Horst Scherbaum, Harro Miller, Hans-Ulrich Thomale, der Volkstrainer, in den 80er Jahren, später dann Joachim Steffens, Uwe Trommer, Willi Kronhardt, Marco Rose und jetzt Hatti Geschicke, auch einer, der in den 80er Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat, beim 1. FC Lok, Heiko Scholz, dem wir jetzt schon von dieser Stelle aus alles Gute wünschen im Jahr der Rückkehr in die Regionalliga. Und weil wir dann einige Prominente hier zu Talkrunden nach vorn bitten, will ich sie trotzdem schon mal nennen. Sie haben sich ein bisschen zurückhaltend da hinten postiert. Henning Frenzel, Wolfram Löwe, Menne Geißler, Wilfried Gröbner, René Müller, Wolfgang Altmann, der als einziger Spieler zweimal in einem Halbfinale des Europapokals war, 1974 und 1987. Und nun wiederum Ehre, wem Ehre gebührt, ein Mann, der viel für den Sport übrig hat, der natürlich hofft, in diesem Jahr zweimal einen Aufstieg feiern zu können. Einmal mit denen, die da draußen spielen, mit dem RB Leipzig, und zum anderen mit jenen, die hier sind und da draußen spielen, nämlich mit dem 1. FC Lok. Ich begrüße ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung. Das ist unglaublich, der weiß alles aus dem Kopf. Gerade habe ich ihn erwischt, er hat einmal auf den Zettel geguckt, als es um die Trainer ging. Lieber Wolfgang Walz, das ist unfassbar. Herr Präsident, Herr Aufsichtsratsvorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete des Bundes, des Landes, Stadträtinnen und Stadträte, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, da gibt es unheimlich viel zu erzählen, wir haben es gehört. Und es gibt wohl keinen zweiten Club, der in allen 11 Spielklassen gespielt hat, in diesem Auf und Ab in den letzten Jahren. Und in der Tat, die Erfolgsgeschichte ist außergewöhnlich. Herzlichen Glückwunsch. Es sind unglaubliche Momente passiert. Ich lasse das die Fachleute erzählen und enthalte mich dessen. Aber die Legenden werden weiter gewoben. Die Fakten sprechen für sich. Herzlichen Glückwunsch. Ich will Ihnen sagen, warum ich gekommen bin. Ich möchte mich in aller Form und ganz ehrlichen Herzens bedanken bei der neuen Vereinsführung. Was Sie in den letzten Jahren unternehmen, um den Club aus den bösen Schlagzeilen rauszukriegen, wie Sie versucht haben, mit einer neuen Kultur, mit einem anderen Verständnis von Fairness, von Respekt und Sportlichkeit an den Start gehen, das ist aller Ehre wert. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, wir sind ja hier zusammengekommen, um auch darüber zu sprechen. Natürlich gibt es eine chaotische Fanszene. Natürlich hat es Spielabbrüche gegeben und ich erinnere an die Situation im Juni 2015, die zum Abbruch eines Spieles führten, oder ich erinnere an die angeblichen Fans am 11. Januar, die durch Connewitz gezogen sind. Hervorragend war die schnelle Reaktion der Vereinsführung. Das sind keine Fans. Da distanzieren wir uns. Das ist wichtig. Sie müssen es immer wieder betonen und immer wieder sagen und immer wiederholen. Gewalt hat mit Sport nichts zu tun. Und ich weiß sehr wohl, dass die Vereinsführung nur begrenzt Einfluss hat auf Gewalttätige, ja auch Kriminelle. Und ich weiß zu schätzen und zu differenzieren und ich hoffe, dass wir das in der Öffentlichkeit tun. Lok Leipzig ist ein Verein mit einer riesen Tradition und sie versuchen mit großem, großem Herz und Verstand die Dinge so zu leiten, dass es um den Sport geht. Und da tut uns Konkurrenz gut. Natürlich tut uns Konkurrenz gut. Und glauben Sie mir, ich wünsche Ihnen von Herzen den Aufstieg dieses Jahr. Von ganzem Herzen. Angesichts der Fandebatte und der Verrückten und Gewalttätigen möchte ich Ihnen eine andere kleine Anekdote erzählen, die ich erlebt habe. Und hätte ich nicht schon entschieden, hier hinzukommen, das wäre ein weiterer Grund gewesen. Sie wissen vielleicht, dass
in den letzten Monaten Hasstiraden, Morddrohungen, gewalttätige Hassausbrüche bei Facebook, bei Twitter, in E-Mails an der Tagesordnung sind. Und ich habe, ich glaube, mittlerweile über 25 Strafanzeigen gestellt wegen Morddrohungen. Ich ging an einem Sonntagmorgen mit Frau und Kind spazieren. Plötzlich bremst ein Golf mit einer hohen Geschwindigkeit, viel zu schnell im Wohngebiet, bremst voll, geht in die Eisen und kommt neben mir zum Stehen. Und ich dachte, ui, was geht jetzt los? Und ich guckte aufs Nummernschild, Lok. Dann stiegen zwei junge Kerle aus und ich war auf alles gefasst. Und dann rief der mir zu, laut: Also Junge, wir wissen ja, Sie halten auf den falschen Verein. Aber das ist nicht in Ordnung, was man mit Ihnen macht. Sie können auf uns zählen, wir stehen zu Ihnen, wir halten zu Ihnen. Lok-Fans. Und ich war begeistert, weil das klar war. Ja? Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich mich freue, wenn RB in die erste Bundesliga aufsteigt. Und ich glaube, es ist eine Riesenchance für unsere Stadt. Und Sie brauchen gar keine Angst zu haben um den eigenen Verein. Das beflügelt uns alle miteinander. Aber dass dann Lok-Fans sozusagen diese Differenzierung haben und sich klar distanzieren, auch wenn ich zum falschen Verein angeblich halte, das fand ich großartig an dem Morgen. Und so wünsche ich mir das. Ich wünsche mir klare Distanz zu Gewalt, Sport im Mittelpunkt, mit allem, was dazugehört. Da kann man auch mal, ich meine, sonst macht es ja keinen Spaß, einen dummen Spruch loslassen. Aber es muss immer die Würde des Menschen geachtet werden. Ich bedanke mich, dass Sie auch zur Internationalität im Verein Ja sagen. Ich finde es großartig, was Sie im Blindenfußball machen, dass Sie den Breitensport sich öffnen. Sie werden unsere Unterstützung als Stadt Leipzig weiterhaben. Dieses Areal, was Sie ja auch verantworten und pflegen müssen, in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute. Bleiben Sie standhaft, kämpfen Sie weiter für eine gute Entwicklung im Leipziger Fußballsport. Lok Leipzig, einen guten Aufstieg in diesem Jahr. Es ist der Aufsichtsratsvorsitzende, sein Name Olaf Winkler. Wer gerne ein Guinness trinkt, den könnte ich empfehlen, nach Plagwitz zu gehen. Da gibt es die Josefstraße und einen gleichnamigen Pub. Und wenn der um 18 Uhr aufmacht, ist die Bude gleich gerammelt voll. Und das erwartet ihr natürlich auch nach dem Aufstieg im Plache-Stadion. Oder? Danke für die Schleichwerbung. Du hast die nächsten Biere gut bei mir, ja, brauchst du nicht bezahlen. Nein, wir machen unabhängig von Lok dort ein gutes Geschäft, denke ich, oder machen einen guten Job. Und deshalb sind wir auch dort in unserem Viertel sehr beliebt. Was erwartest du denn nun als Aufsichtsratschef von deiner Mannschaft, die Spitzenreiter ist, die die allerbesten Chancen hat, aufzusteigen? Geld musst du locker machen, um neue Spieler zu holen, oder? Geld, das ist natürlich die eine Seite. Aber wir erwarten jetzt oder wir wünschen uns von der Truppe, die das Trainerteam sehr, sehr gut zusammengestellt hat und unter der Leitung die Truppe auch sehr, sehr gut spielt. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt und wir müssen jetzt genauso engagiert wieder ans Werk gehen, um dann den Aufstieg, den wir uns alle wünschen, zu schaffen. Aber ich denke, das schaffen wir. Dir auch in Zukunft weiterhin ein glückliches Händchen, mein lieber Olaf. Du hast dich hier sicherlich noch um die Gäste zu kümmern. Und wir wollen jetzt mal hier vorne ein bisschen talken, sagt man ja neudeutsch. Und da wollen wir mal an die denken und sie nach vorne bitten, die damals vor 50 Jahren alle Spieler beim ersten FC Lok Leipzig waren. Und ich denke, liebe Fans, liebe Freunde des roten Leders, ein zügiger Beifall ist Ihnen sicher. Ich bitte nach vorne Henning Frenzel, Wolfram Löwe, Carli Drössler und nicht zu vergessen Menne Geißler. Da sind sie, die Helden von damals. Jeder kennt sie.
Und beim 1. FC Lok, nach vielen Jahren, hat man sich darauf besonnen, was Tradition wert sein kann und wert sein soll. Das ist der Carli Drössler, der damals den berühmten Eusebio ausgeschaltet hat. Und an ihn gleich meine Frage, er war damals am 20. Januar 66 dabei. Aber eine Hintergrundinformation für Sie. Nicht hier drin war die Gründungsversammlung des 1. FC Lok, sondern im sogenannten Kultursaal. Und den soll es nicht mehr geben, Carli. Ja, bedauerlicherweise. Und ich, Entschuldigung, Walter, wie war deine Frage? Die Frage kommt jetzt erst. Wie kannst du dich an die damalige Gründungsversammlung oder Veranstaltung erinnern? Was ist haften geblieben heute, 50 Jahre später? Also als erstes, ich saß mit dem Präsidium. Das war schon mal bedeutend, auf der Linksaußenposition, in der Mitte der Karl Hess. Wir waren sehr zufrieden mit dem neuen Sponsor, mit der Angliederung an die Reichsbahn. Und haben uns damit natürlich eine Menge auch finanzielle Vorteile erhofft und versprochen. Menel Geißler, einer der schnittigsten Verteidiger, die die Messestadt je gesehen hat. Er ging aber ziemlich robust zur Sache, Menel. Und jetzt hat mir jemand die Frage gestellt, kannst du dich noch erinnern, wer damals im Jahre 66 in der Stammformation vom 1. FC Lok gestanden hat, außer euch vier? Micha Faber, könnte ich sagen. Der Peter Kiesner. Micha Faber schon, ja. Vorne im Sturm. Das sind wir da alle. Dieter Engelhardt, genannt der Fuchser. Da. Das Rainer Teudel schon, ja. Gegen Benfica war auch dabei. Da merkt man mal ganz deutlich, Kinder, wie die Zeit vergeht. Weigang Horst. Und Teddy Weigang im Tor, der später zum FC Rot-Weiß Erfurt gegangen ist. Wenn du ganz kurz sagen solltest, was war das damals für eine Truppe? Ihr habt ja gleich den großen Erfolg gehabt im Intertoto Cup, den Wappern Cup gegen Norrköping, hatte ich vorhin schon erwähnt. Was war das für die Truppe damals? Wir waren eine geschworene Gemeinschaft. Wir haben täglich zusammen trainiert und hat einer von anderen gekämpft im Spiel. Und wir waren ja bekannt, dass wir eine technische Mannschaft sind. Wir hatten aber Gegenwehr, wo einige Mannschaften eben das nicht verstanden haben, was Fußball ist. Und haben, ich war auch nicht einer, ich bin auch dazwischen gegangen, ich habe auch vor der Mannschaft gekämpft und gespielt. Und das war bei uns die Stärke, dass wir kollektiv waren. Ich finde, das Schöne ist, man hat sich besonnen, im Popsider die Tradition wieder aufleben zu lassen. Und das heißt auch, dass die älteren Spieler wieder eingebunden sind. Wenn man sich am Sonntag oder Samstag bei Lok einfindet, da sitzen sie vor einem. Der Männergeister, der Carli Drössler, gehen dann mal runter in den VIP-Raum, trinken ihr Bierchen. Natürlich der Henning und Wolle sind alle wieder da. Und ich finde, auch der Wolfgang Altmann, das finde ich erstmal ganz toll, dass das wieder gelungen ist. Und das erinnert ein bisschen auch an glorreiche Leipziger Fußballzeiten, die da draußen geschehen sind in Leipzig-Probstheider im Bruno-Plache-Stadion. Wolfram Löwer, schneller als der Blitz, hat man mal gesagt. Und hier gibt eine Szene, mit der ist er unter anderem Olympiasieger 76 in Montreal mit Wilfried Gröbner zusammen. Durch eine Szene ist er berühmt geworden, speziell für die jüngeren Spieler. Es gab ein Spiel gegen den FC Karl Zasena. Und Wolle Löwer hatte den Ball, wie gesagt, schneller als der Blitz. Und da gab es einen kleinen Diener-Spieler, Rainer Schlutter. Und er hing an seiner Wäsche dran. Und was passierte dann? Ja, im Vorfeld muss man ja sagen, dass Jena zu dieser Zeit im unteren Drittel war. Und Jena brauchte unbedingt einen Sieg bei uns. Und wie schon geschildert, Henning hatte mir, glaube ich, den Steilpass serviert. Und ich bin mit dem Ball los und Rainer Schlutter hinter mir her. Er hat mich dann am Trikot erwischt und meine Geschwindigkeit nahm ab. Ich habe ihn dann, wie gesagt, als Huckepack genommen und bin dann noch 20 Meter gelaufen und dann war Ende. So, wenn ich dort alleine durch gewesen wäre, hätte vielleicht das 1-0 wäre dann gefallen und jener wäre abgestiegen, aber so endete das Spiel am Ende 0-0. Rainer Schlutter kriegte die gelbe Karte und ich habe
eventuell das Tor nicht gemacht. Henning sagte gerade, das Tor wäre wahrscheinlich dann nicht gefallen. Das war die berühmte Szene. Was war für dich eigentlich das größte Spiel, was du aus deiner Sicht rein sportlich betrachtet bestritten hast für Lok? Ja, mein größtes Spiel war eigentlich das erste Spiel, das erste große internationale Spiel gegen Benfica Lissabon. Ich war 21 Jahre, ich wurde in diese Mannschaft, die schon mit ein paar Jährchen älter war als ich, integriert und habe dann im Zentralstadion eigentlich mein Debüt im internationalen Maßstab gegeben, habe dort laut Zeitung, laut Reporter, ein überragendes Spiel gemacht und habe meinen Beitrag eigentlich dazu geleistet, dass der erste FC Lok dann den Sprung in die nächste Liga, in die nächste Runde geschafft hat. Wolfram Löwe, danke, dass du hier bist. Henning Frenzel. Und an seiner Seite ein junger Mann, der den Insidern des 1. FC Lok sicherlich bekannt ist, da er schon Bücher über die Geschichte von Lok geschrieben hat und mit zwei Kollegen auch daran beteiligt ist, dass ein Bildband zum 50-jährigen Jubiläum erscheinen darf. Allerdings nur in limitierter Auflage. Also greifen Sie zum Geldbeutel und kaufen Sie es auf jeden Fall. Marco Franke, den will ich ganz kurz mit einfliegen, mit Henning Frenzel. Ja, Henning Frenzel. Der Schluttergriff wurde schon gesagt. War früher Härte noch was anderes als heute? Ich glaube nicht. Es wurde früher genauso geholzt wie heute. Ja, und die gefährlichen Spieler mussten ja ausgeschalten werden. Aber wenn man sich heute einen Ronaldo anguckt, der macht drei Runden über den Platz, wenn er einmal gefoult wird. Ich habe den Eindruck, früher wurde das eher weggesteckt. Ja, ich glaube, gegen den Männer hätte er es nicht geschafft. Ja, wenn ich manchmal die Verteidiger sehe, die zart beseitigt dort auf der Abwehrseite stehen, das begreife ich nicht. Ich weiß, wie gefährlich der Spieler ist. Ja, da muss ich ihn schon bei der Ballannahme zeigen, wer Herr im Haus ist. Was haben Sie für Bewegungen, die Sie jeden Tag noch daran erinnern, dass Sie mal Leistungssport gemacht haben? Ja, an den Knien merkt man es jetzt im Alter. Ja, aber sonst geht es eigentlich toi, toi, toi. Ja, auch von uns noch toi, toi, toi. So, Henning Frenzel, will ich noch einen Satz dazu sagen. Er war 1976 beim ersten der vier Pokalsiege nicht nur dabei, er hat auch im Stadion der Weltjugend die ersten beiden Tore geschossen, damals gegen den FC Vorwärts Frankfurt an der Oder. Und das dritte Tor steuerte bei einem Mann namens Roger Roth. Und der Trainer war damals Horst Scheerbaum. Noch einmal zurück in dieses berühmte 66er Jahr, das berühmte Spiel gegen Coluna und wie sie alle hießen, mit Eusebio. Carli Drössler wird uns jetzt noch mal sagen, wie es damals mit Eusebio war. Ich kann mich gut erinnern, es hat geschneit, es war feucht und kühl. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Wenn es den Eusebio noch gäbe, wenn er nicht verstorben wäre, ich hätte ihn zu der heutigen Veranstaltung persönlich eingeladen. Und das hat einen Grund, ob er gekommen wäre, ist eine ganz andere Frage. Aber das hat einen Grund, ich glaube, noch nie bin ich mit irgendeinem Spieler in einem Atemzug genannt worden wie mit Eusebio. Das war natürlich dieser berühmte Mann. Und ich habe das schon gesagt, gegen ihn zu spielen war Risiko. Wetter war für mich, Stimmung war für mich, Mannschaft war für mich. Es war dann relativ leicht, gegen ihn zu spielen. Aber jetzt kam die Vergangenheit. Immer sagte Carl Drössler, war das der mit Eusebio? Der soll den Eusebio so auf die Hacken getreten haben. Und das war eine Sache, ich wollte sie hier nochmal genannt haben, wie ich einem so herausragenden Spieler wirklich persönlich auch sehr verbunden geblieben bin, bis heute, bis hierher. Vielen Dank. Wenn ich den Carli Drössler schon hier habe, er war ja dann in der Nachwendezeit und der Neugründung des VfB Leipzig, des ersten deutschen Fußballmeisters, zwischenzeitlich der Präsident, bevor dann der Mann aus Nürnberg kam, Siegfried Axmann, der die Geschicke des ersten FC Lok bzw. VfB übernahm. Wie ist es dir gelungen, Jürgen Sundermann damals in Leipzig zu verpflichten?
Ja, das sind auch immer so Geschichten. Wenn ich mir heute die Sache überlege und nachfrage, gab es mindestens 15 Leute, die Jürgen Sundermann verpflichtet haben. Ich bin natürlich der Meinung, dass ich es war. Und es war eigentlich ganz einfach. Wir standen ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Wir mussten diese Qualifikation schaffen, um in der zweiten Bundesliga zu verbleiben. Wir mussten einen Trainer verpflichten. Und da habe ich den Jürgen Sundermann in Berlin angerufen bei Hertha. Und da hat er mir gesagt, hören Sie, ich habe da vielleicht eine Möglichkeit, Manager bei Hertha zu werden. Aber das ist völlig offen. Dann habe ich ihm gesagt, wie wäre es, kommen Sie nach Leipzig. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Er war ja so ein bisschen bekannt für Trainer abstiegsbedrohter Mannschaften. Und da kam der Jürgen Sundermann und sagte, okay, ich bin dort. Ich sehe, glaube ich, den André Schmidt. Der stand am Astoria für uns sensationell, wie die Bild das erfahren hatte. Er weiß, wie er an dem Tag kam, sind wir ins Astoria und per Handschlag habe ich damals den Jürgen Sundermann verpflichtet. Er ist die gesamte Zeit eigentlich ohne schriftlichen Vertrag bei uns gewesen und ich habe ihn dann an Herrn Axtmann übergeben. Das war die Geschichte Sundermann. Da will ich noch etwas anschließen in Sachen Jürgen Sundermann. Er hatte eine große Gabe, finde ich. Er konnte den Spielern Selbstbewusstsein nicht nur einhauchen, er hat das vermittelt. Ich habe damals für den MDR ein Interview mit ihm geführt und frage, was ist das Besondere beim VfB Leipzig? Da sagte er, ich habe noch nie in meiner Zeit als Trainer so gute Kopfballspieler gehabt, was der Lindner, was der Edmund da hinten bringen, sensationell. Und die wurden natürlich dann auch einige Zentimeter größer. Und am 6. Juni 1993 war es soweit, Marco. Wolfram Löwe, ich wollte nochmal auf das Benfica-Spiel zurückkommen. Angeblich hätte Benfica nach ihrer grandiosen Leistung 400.000 D-Mark geboten, um sie nach Portugal zu holen. Was ist da dran? Ja, nach dem Erfolg über Benfica Lissabon gab es dann in Lissabon, wurde mir zugetragen, dass in der Pressekonferenz gefragt wurde, was für den Spieler Löwe gegeben werden könnte und da wurde geäußert 400.000. Ich habe natürlich meine Mannschaft nicht in den Stich gelassen. Henning sagt, es hätte nicht gereicht. Aber ich bin wie so immer auch in weil ich noch jung war, bin ich dann nach Hause wieder mitgefahren und habe auch an meine Familie gedacht. Die hätte dann vielleicht Repressalien erlebt, die man nicht im Vorhinein gekannt hat. Und deshalb bin ich froh, dass ich hier noch mit meinen Kameraden, die früher mit mir gekämpft haben und die mit mir kämpfen mussten, zusammen bin, dass ich in dem Verein, der sich jetzt wie eine große Familie fühlt und wir alle mit. Und deshalb wünsche ich, dass die Mannschaft das, was sie bisher geleistet hat, den ersten Platz, dass das so bleibt und dass der Aufstieg geschafft wird. Dann wären wir sehr froh, die ganze Umgebung wäre sehr froh und wir würden in dem nächsten Jahr dann die Regionalliga angehen und gemeinsam das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, den Verein 1. FC Lok wieder dorthin zu bringen, wo er eigentlich hingehört. Verdienter Beifall für die Altmeister aus Probstheida, Henning Frenzel, Wolfram Löwe, Mene Geißler und Carly Drössler. Dankeschön. Jetzt wollen wir natürlich die nächste Generation hier hochholen. Die 70er und die 80er Jahre, die ja, wenn man so will, die erfolgreichsten waren für den 1. FC Lokomotive Leipzig. Und da bitte ich nach vorne Wilfried Gröbner, Wolfgang Altmann, Rainer Lisiewicz und René Müller.
So, lasst die Gladiatoren von 1 durch. Rainer Lisiewicz, René Müller, Wilfried Gröbner und der Alte, Wolfgang Altmann. Die Fotografen sollen und müssen zu ihrem Recht kommen. Rainer Lisiewicz war auch in den großen Jahren 73, 74 dabei mit Hans-Bernd Matul, wie sie alle hießen, Wilfried Gröbner. Die sind bis in das Halbfinale gegen Tottenham damals vorgedrungen, ausgeschieden. Aber vorher, das war ja schon eine große Wegstrecke. AC Turin, Wolverhampton, Fortuna Düsseldorf mit Geier und Herzog und dann Ipswich. Was war das für ein Krimi? Ja, das war eigentlich für uns alle sensationell. Wir durften das erste Mal ins kapitalistische Ausland, ne? Das war ja ein Ansporn für alle, und haben dann großartige Spiele abgeliefert. Wir waren eigentlich keine Spitzenmannschaft, aber in diesen Begegnungen haben wir uns enorm gesteigert und haben das Zentralstadion gefüllt und haben tolle Spiele abgeliefert. Schade nur, im entscheidenden Spiel, im Weg ins Finale, haben wir Tottenham Hotspur gehabt. Da hatten wir erst ein Heimspiel. Ich glaube, wenn wir erst auf der Insel gespielt hätten, wir haben ja gegen englische Mannschaften erfolgreich gespielt, hätten wir vielleicht sogar ins Finale kommen können. Rainer Lisiewicz, Marco bitte. Ja, René Müller, 73, 74 schon bei den Knaben des ersten FC Lok aktiv. Wie hast du die 73, 74 Europapokalserie erlebt? Ja, das war prägend. Ist ja für jedes Kind wichtig, was vorgelebt zu bekommen. Und das begann eigentlich schon mit den Mannschaften, die bei uns auf dem Gelände trainiert haben. Also Wolverhampton, AC Turin, ich will nicht alles wiederholen. Und wir sind damals aus der Schule mit dem Fahrrad schnellstmöglich da rausgefahren, um die zu sehen. Und dass es dann möglich ist, dass unser Verein diese ganzen Mannschaften verabschiedet hat, hat im Grunde in meinem Herzen und in vielen von unseren jungen Spielern gezeigt, dass auch bei uns in der ehemaligen DDR es möglich ist, solche großen Mannschaften rauszuschmeißen. Und dadurch ist der Respekt diesen Mannschaften gegenüber verloren gegangen. Und das habe ich als Kind schon dort also ganz einfach gelernt und empfangen. Hast du quasi von Werner Friese abgeguckt gegen Ipswich, wie man Elfmeter in entscheidenden Spielen hält? Ja, ich hatte ja das Glück, in der DDR-Oberliga viele große Torhüter zu sehen. Ob das Kreu war, Grabentin, Werner Friese im eigenen Verein. Demzufolge hatte ich genügend Leitbilder oder Vorbilder im eigenen Land und im eigenen Verein. Wilfried Gröbner, auch Turm in vielen Abwehrschlachten. Was war für dich eigentlich das Highlight aus deiner ganz persönlichen Sicht im Probsider? Oh, das ist natürlich ganz schwer. Ihr habt ja vorhin in der Chronik aufgezählt, bei wie vielen Spielen ja, die Zuschauer vor Begeisterung getobt haben. Also die Halbfinalbegegnung, sage ich mal, gegen Tottenham Hotspur im Zentralstadion war für mich eigentlich das Größte. Dreimal wurde der erste FC Lok Zweiter in der Tabelle, sprich Vizemeister. Warum ist nie ein Meistertitel nach Probsider gegangen? Ich denke mal, dass hat mehrere Ursachen gehabt. Zum einen war die Leistungsdichte oben unter den ersten 4, 5 Mannschaften sehr groß. Ich gehe mal nicht näher auf die Endphase ein, wo dann der BFC ja immer gewinnen musste. Aber in der Zeit damals Dresden, Jena, wir, Magdeburg mit dem Europapokalsieg 74, das war schon eine Hürde für jede Mannschaft, unter die ersten 3 zu kommen und dann davon noch Erster zu werden. Nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Du bist wann aus Leipzig in den süddeutschen Raum gegangen? Eigentlich 88. Als ich 88 nach Erfurt bin als Cheftrainer, bin ich ja eigentlich von Leipzig weg, obwohl ich unser Haus noch hier hatte. Und bin ja dann 90 zum SSV Reutlingen nach Baden-Württemberg gewechselt und war dort bis 2005 in verantwortlicher Position Trainer und Manager. Ist damit zu rechnen, dass du wieder mal in die Heimat zurückkehrst? Ist wieder damit zu rechnen, dass du in die Heimat zurückkehrst? Ah, das ist ja jedes Mal ein tolles Gefühl und ich komme ja eigentlich jedes Jahr, das weißt du am besten, zu unserem regelmäßigen Sportlertreff. Und wenn sich das verbinden lässt, dann bin ich logischerweise auch Gast im Probsider. Und ich habe nach wie vor gute Verbindungen zu ehemaligen Spielern, der Wolfgang,
der Achim Fritsche, der Gunter Sekora. Wir treffen uns regelmäßig, Anne Bornschein, kann sie gar nicht alle aufzählen. Und logischerweise freue ich mich jedes Mal, wenn ich wieder in Leipzig sein darf. René Müller, der gehaltene Elfmeter gegen Bordeaux oder die zwei behaltenen Elfmeter gegen Bordeaux, zweimal Fußballer des Jahres der DDR. Aber wahrscheinlich nicht alle wissen hier, dass du auch schon mal ein Punktspiel im Sturm gespielt hast. Gegen Jena, denke ich, 88. Wie kam das denn? Ja, das war vielleicht... Das muss man länger zurückgreifen. Ich habe mal beim Hallenturnier eine Reaktion gehabt, wo wir einfach nicht getroffen haben. Und da habe ich mich selbst aufgestellt bei Harry Müller. Und das hat ziemlich gut geklappt. Und darauf haben wir damals zurückgegriffen. Da ging es um die Meisterschaft. Das hat nicht ganz geklappt. Wir sind in dem Jahr nicht Meister geworden, punktgleich mit BFC. Uns haben 8 Tore gefehlt. Und demzufolge kann ich ja nur das bestätigen, was Sie gerade gesagt haben alle. Es hat immer einen Millimeter gefehlt. Woran das gelegen hat, wissen auch viele. Denn die 8 Tore 1988 sagen viel, denn die Punkte waren gleich mit Dynamo. Rainer Lisiewicz, du warst 74 oder unter Horst Scherper Kulturbeauftragter der Mannschaft. Punkt 1, wie wird man das? Und Punkt 2, wie sah dein Kulturprogramm aus? Ja, ich habe neben dem Fußball noch ein anderes Hobby gehabt, das war eben die Musik. Und ich hatte also immer die Gitarre mit, ob es im Trainingslager war oder bei anderen Gelegenheiten. Und aus diesem Grund bin ich dann praktisch auch derjenige gewesen, der für die Kultur verantwortlich war. Und gerade bei unseren Spielen im Ausland war das sehr interessant. Vielleicht eine kleine Episode in England, gegen Düsseldorf war es. Wir wollten einen Abend vor dem Spiel bei Fortuna noch ins Kino gehen. Und ich sollte da einen Film aussuchen. Ich weiß nicht, Willi und Wolfgang, ob ihr es noch wisst. Ja, und da gab es ja damals schon die Bild-Zeitung. Und wir haben uns dann auch abends einen hübschen Film angeschaut. Und am nächsten Tag stand in der Bild-Zeitung, Trainer Scherbaum gab grünes Licht für 6. Und da haben wir den Film gesehen, unterm Dirndl wird gejodelt. Ich hatte einen Kollegen, der war in dem gleichen Film mit drin, der ist eingeschlafen, Karl-Heinz Otto von der damaligen Abendzeitung. Wolfgang Altmann, 63 Jahre jung geblieben, ein Phänomen insofern. Zweimal im Halbfinale des Europapokals gestanden, 73-74 und 86-87. Fünfmal ein Pokalendspiel bestritten, 4-mal gewonnen, aber nie Nationalspieler geworden. Wie ist das zu erklären? Tja, da müssten Sie die Trainer damals fragen. Aber es gab ja genügend gute Spieler, die unser Land vertreten haben. Und von daher hat sich die Frage nie gestellt. Ich habe Nachwuchsauswahl gespielt und ja, und dann war das, sag mal, so erledigt. Wir sehen da hinten nochmal die Ausschnitte aus dem Spiel im Plache Stadion 1983 gegen den SV Werder Bremen. 1-0 gewonnen, Torschütze war damals Hans Richter. Wenn du das so siehst, was kommt an Gefühlen hoch? Ja, es waren packende Kämpfe, vor allen Dingen gerade gegen die Bundesligamannschaften. Und so viele Vergleiche gab es, glaube ich, bis dahin gar nicht im Europapokal. Und wie schon gegen die englischen Mannschaften 73-74 waren wir die erste DDR-Mannschaft, die eine englische Mannschaft geschlagen hat, beziehungsweise sogar zwei. Und es war ja dann auch später, dass wir Werder Bremen aus dem Rennen geworfen haben. Und es waren schon schöne Erlebnisse. So, Dankeschön. Das sind auch mal die Ausschnitte aus diesem Spiel. Auf der linken, rechten Seite Lutz Moll, Jimmy Dreske, wie sie alle heißen. Das soll es gewesen sein, meine Herren. Wir wollen doch die junge Generation, die Nachfolger, wenn man so will, hier hochholen. Dankeschön, René Müller, danke, Rainer Lisewitsch, Wilfried Göbner, der wie gesagt zu unserem Uli-Treffen jedes Jahr aus Reutlingen nach Leipzig kommt. Und Dankeschön dem Alten, Dankeschön, Wolfgang Altmann. Mitchell, ja. Okay, und jetzt quasi die aktuelle Mannschaft und die, die heute da sind. Ich bitte auf die Bühne Heiko Scholz, Ronny Soma, Jamal Ziane, Fatan Ademi, Steven Hessler und Paul Schinke.
Hier stehen sie, 5 Spieler und der Trainer des unangefochtenen Tabellenführers der Oberliga Nordost-Süd. Ronny, wie viele Spiele ungeschlagen sind es denn momentan? Weißt du es noch aus dem Kopf? Komplette Saison bis jetzt. Also 11 Spiele hintereinander haben wir jetzt gewonnen. 2 Unentschieden hatten wir zwischendurch. Und jetzt gilt es, die Hinrunde, die wir gespielt haben, zu bestätigen. Vaton, gab es eine Extraprämie vom Verein, zu sagen, im Jubiläumsjahr, da dürft ihr bitte kein Spiel verlieren? Oder wie kann man das erklären, dass so gut läuft im Moment? Naja, wenn sich jeder Spieler reinhängt und alles gibt, dann gehen die Spiele auch gut aus. Und wenn die Jungs von der Bank auch treffen? Dann genauso. Jamal, du hast insgesamt wie viele Tore? 11 mittlerweile? 11 Tore. Davon 8 am Stück, glaube ich, 8 Spiele am Stück getroffen. Wie kannst du das erklären, dass es diese Saison auf einmal so wunderbar läuft für dich? Naja, ich denke mal, dass wir dieses Jahr einfach uns viel mehr Chancen erspielen als beispielsweise letztes Jahr und dadurch allgemein auch 5-6 Tore manchmal im Spiel schießen oder 7-8 Chancen haben und davon halt auch meistens 3 oder 4 reingehen. Ich habe, Walter? Ah, Walter kann gar nicht. Paul, du bist vor der Saison erst gerade von RB gewechselt zum 1. FC Lok. Halbes Jahr ist um. Wo liegt bei dir der Unterschied zwischen einem sogenannten Traditionsclub und RB, die ja in 500 Jahren 500 Jahre Tradition haben wollen? Naja, der Unterschied ist einfach mal, dass es insgesamt ein bisschen familiärer alles abläuft. Es ist nicht, jetzt nicht professionell. Also was drumherum bei Lok passiert, ist überragend. Also da kann man nicht meckern. Aber insgesamt ist es einfach familiärer und man fühlt sich super wohl. Und Steven Hessler, du kommst von Cottbus 2, auch ein Traditionsverein. Wird da Tradition genauso groß geschrieben wie beim 1. FC Lok oder nicht so? Na, hier bei Lok Leipzig habe ich das Gefühl, dass Tradition ein bisschen größer geschrieben wird und dass alles, wie Paul schon gesagt hat, ein bisschen familiärer abläuft und ja. Woran merkt man das, dass Tradition größer geschrieben wird? Müsst ihr alle FDGB-Pokalsiege beten vorm Spiel oder? Nee, schon allein von den Fans her. Also wir spielen in der Oberliga und Cottbus spielt in der dritten Liga und da ist schon nicht so viel Unterschied von den Zuschauerzahlen her und man merkt einfach die Unterstützung von den Fans. Und okay, Walter? Heiko Scholz, der Trainer. Ihr fühlt euch ganz souverän in der Tabelle. Wie sicher ist denn der Aufstieg oder bist du noch dabei ein bisschen abzufedern, abzudämmen? Oder ist die Euphorie schon so groß, dass du sagst, wir ziehen da hundertprozentig durch? Ja, ich denke, wer Fußball kennt, da kann vieles passieren in der Drei-Punkte-Regelung. Ich möchte noch ein bisschen ausholen. Unsere Mannschaft ist natürlich dieses Jahr auch nur so gut, dass wir auch in den letzten 2 Jahren hier ein paar Bedingungen schaffen konnten, um auch ein paar Spieler zu finanzieren. Viele Sponsoren, viele kleinen Sponsoren, die Arbeitsstellen jetzt uns zur Verfügung stellen. Da sind wir immer noch nie am Limit. Wir müssen da immer weiter hart arbeiten, aber eine Mannschaft kann man nur so zusammenstellen, wie auch das Budget ist. Und diese Mannschaft, und das können wir ganz stolz sagen, ich mit dem Rüdiger Hoppe, haben wir zusammengestellt. Es ist keiner mehr dabei, der irgendwie durch Altverträge bei uns ist. Und deswegen sind wir auch eine richtig gute Einheit. Wir trainieren profihaft jeden Tag. Zwar erst abends um 17 Uhr, aber jeden Tag ist Training. Die Jungen ziehen mit, auch jetzt, wenn die auch arbeiten gehen. Und das macht uns einfach stolz. Und das hat auch jeder Lok-Fan verdient, dass die Mannschaft mit unserem Emblem, das endlich wieder uns gehört, in unserem Bruno, was wieder uns gehört, Leistung bringt. Und ich sage, die Jungs, wo wir jetzt im Winter auch arbeiten, haben alle Regionalliga-Verträge nur. Deswegen mache ich mir da nicht so große Sorgen. Trotzdem müssen wir hellwach sein, müssen uns ordentlich vorbereiten. Wir haben 7 Wochen Vorbereitung, haben wir extra so gewählt, dass unsere Jungs topfit sind. Und wie ich schon gesagt habe, die wollen alle nächstes Jahr bei uns im Bruno Regionalliga spielen. Wenn du über die Mentalität... Und wenn du ganz kurz über die Mentalität dieser Truppe sprechen müsstest? Ja, es macht einfach Spaß, wie ich schon gesagt habe. Wir haben eine richtig gute Mischung, wir haben sehr gute junge Talente von den zweiten Mannschaften geholt. Das muss auch unser Weg sein, die wollen sich hier weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere sogar vielleicht mal den Sprung im Profifußball schaffen wird. Wir haben ältere Spieler, wie zum Beispiel auch in Ronny Surma, wieder hier zurückgeholt.
der absolute Führungsqualitäten. Wir haben mit dem Sportfreund Krug unseren Kapitän, der auch Kapitän geblieben ist, auch wenn er seine Stammposition nicht mehr spielt, der hat sich jetzt auf rechts eingespielt. Wir haben Zickert, wir haben Paul Schinke, Jungs zu uns geholt, die einfach für Lok Leipzig spielen wollen, die hier in der Stadt leben wollen, weil das eine wunderschöne Stadt geworden ist. Und das macht uns Mut und wie ich schon gesagt habe, es müsste viel passieren, um diese Truppe noch vom ersten Platz runter zu schaukeln. Beifall dafür und da unten drücken. Ronny, euer Trainer hat den DFB-Pokal gewonnen, er hat Europapokal gespielt, 7 A-Länderspiele für die DDR, 1 für die BRD. Schaut man da anders auf so einen Trainer als auf jemanden, der vielleicht gerade frisch von der DFB-Akademie gekommen ist? Also im Endeffekt ist es ein Trainer, das ist unser Vorgesetzter, das ist derjenige, auf den wir zu hören haben, der das Sagen hat. Aber natürlich ist es schon was anderes, als es jetzt ein Trainer ist, der jetzt frisch von der Schulbank kommt. Unser Trainer hat einiges erreicht, ist natürlich auch wie ein kleines Vorbild. Wir haben viele junge Spieler, die auch noch einiges erreichen möchten und die sich da ruhig eine Scheibe abschneiden können. Und ich denke, von dem Trainer können wir noch viel lernen. Faton. Vor der Rückrunde wurde jetzt viel gesagt, ja, wir haben noch nichts erreicht, es sind 8 Punkte Vorsprung, das geht schnell im Fußball, wir haben viel erlebt, viele, viele Worte. Wie schafft ihr denn das im Training, so einen Anreiz zu setzen, dass es auch im Kopf tatsächlich ankommt, was immer gesagt wird? Hängt die Tabelle mit 8 Punkten Rückstand in der Kabine oder wie schafft ihr es, diesen Schalter umzulegen aus der Bequemlichkeit heraus? Na, ich glaube eher, dass sich jeder Spieler gegenseitig heiß macht und dann gibt man automatisch 100% und dann klappt es auch schon. Es ist ein unglaublicher Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Welche Rolle spielt der? Der spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, weil du dadurch den anderen zwingst, noch mehr Gas zu geben. Und somit gibt jeder sein Bestes im Endeffekt und dann geht es schon. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, das soll es gewesen sein. Wir liegen sehr gut an der Zeit und wenn ich so die Runde gucke, dann sehe ich natürlich, dass die Leute ein bisschen reden wollen, dass sie was trinken wollen, dass sie sich ganz einfach freundlich unterhalten wollen. Das soll es gewesen sein. Heute vor 50 Jahren wurde der erste FC Lok Leipzig gegründet. Ein Gründungsdatum, über das man heute spricht, über das man morgen spricht. Und wir wünschen dieser aktuellen Truppe natürlich auf dem Weg Richtung Regionalliga alles, alles Gute. Und vielleicht kommt es ja so, wie viele es prophezeien. Es könnte und wird vermutlich in diesem Jahr 2 Aufstiege geben, den im Zentralstadion, in der großen Arena und den draußen im Plache-Stadion. Wir drücken euch die Daumen, behaltet die Nerven und wenn es mal nicht so läuft, dann habt ihr so einen erfahrenen Trainer, der weiß, wohin die Spur führt. Dankeschön und das soll es gewesen sein für den heutigen Tag. Wolfgang Altmann, René Müller, wir befinden uns hier an historischer Stätte. Vor 50 Jahren wurde in diesem Saal der erste FC Lok Leipzig gegründet. Was sind denn Ihre Gefühle in diesem Moment? Ja, zumindest erstmal das eine, dass ich nicht dabei war. Da war ich sehr jung, da habe ich noch im Mark-Leber-Fußball gespielt. Aber wie gesagt, das Gefühl für mich ist erstmal schön, dass der Verein sich wiedergefunden hat in den letzten, denke ich mal, 2-3 Jahren. Dass er wieder in geordnete Verhältnisse hineinkommt, dass ein Ausblick nach vorn einfach entsteht. Ein positiver Ausblick und das ist wichtig für den Verein. Man kann nicht allein nur von Vergangenheit leben. Die ist zum einen Teil schön, zum anderen nicht so schön und deswegen sollte man nach vorne blicken und ich denke, der Verein ist auf einem guten Weg. Wolfgang, welche Gedanken verbindest du mit diesem Gründungsdatum und diesen letzten 50 Jahren? Ja, gelebte Tradition, 50 Jahre und natürlich alles mit allen Höhen und Tiefen, die sag mal, im ersten FC Lok da widerfahren sind. Und von der Seite aus gesehen ist es schön, dass sie jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast sind und wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Lokrufradio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des ersten FC Lok Leipzig live.